Ja, so ein kleines bisschen habe ich ja noch Zeit und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Clasher bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und ihr habt es im Titel gesehen, wir sind im kleinen Endspurt, also kleiner Endspurt, was zumindest meine Queen hier angeht. Ich denke, wir kriegen sie heute zumindest ein, vielleicht sogar zwei Level weiter. Ich habe schon mal angefangen zu suchen, da geht nicht so viel Zeit beim Quatschen drauf, sondern eher so ein bisschen beim Clashen. Und ihr seht das. Entschuldigt bitte, ich habe so ein bisschen immer noch die Event-Armee hier und ich überlege gerade, wo ich eigentlich meine drei Heiler einsetze. Ich gucke mal. Drei Heiler ist eigentlich beim Queenbock nicht so das Fitteste. Und das, was ich ja in jedem Fall immer mache, ich lasse hier mal einen Packer raus. Meine 32 Bogenschützin hier. Ich bin immer noch immer Event mit dem hier und ich muss mich auch ein bisschen sputen, dass ich den Event hier auch durchbekomme. Vor allen Dingen, dass ich jetzt hier die Queen. Okay. Okay, doofe Queen. Doofe Queen hier. Okay, das ist aber nicht ganz so schlimm. Dann muss es jetzt der Kollege hier reißen. Also, ja, tolle Wurste. Fängt echt gut an, ey. Fängt super an. Geile Folge, Toto. Da hinten ist das Dunkle. Okay. Okay, da hinten ist das Dunkle. Das holen wir uns trotzdem. Das holen wir uns trotzdem, Leute. Würde ich mal so sagen, dass wir uns das trotzdem irgendwie holen. Die Clanburg haben wir jetzt schon gelockt. Damit haben wir ja schon mal einen ersten kleinen Treffer gelandet. Jetzt müssen nur hier meine Truppen in diese Base reingehen. Einmal dadurch, okay. Und jetzt geht das dadurch. Gleich, jetzt können die nicht mehr anders, als hier zu dem Zeug gehen. Ah, das war jetzt. Leute, was für ein Anfang, ey. Mann, 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 was für ein Anfang. Aber okay, die Hexe da holt mir da wenigstens so ein bisschen raus. Einen Bohrer haben wir sogar noch erwischt. Den zweiten Bohrer erwischen wir jetzt nicht mehr ganz. Ah, vielleicht erwischen wir doch noch. In der Mitte geht ja auch noch ein bisschen was. Wir müssen ja auch noch gewinnen. Das kommt ja noch dazu. Aber ich habe hier noch zwei Walküren in der Mitte. Ich weiß, ich kann nichts mehr setzen, Software. Und dann ist das hier, ja, dann sieht das doch noch ganz gut aus. Sie machen da das Rathaus in jedem Fall noch. Der Päcker mit den, ich wollte gerade sagen, mit den Schnitten. Mit den, ich nenne die Walküren immer Schnitten. Also mit den Walküren hier. Und die Hexe ist noch hier unten. Na, die kann noch ein bisschen was reißen. Wenn nicht der Minenwerfer, ah ne, der schießt nicht mehr. Doch, der schießt doch noch. Das ist doch nicht mehr seine Range. Aber komm, das ganz kleine bisschen dunkle kannst du mir hier noch rausholen. Denn die kleinen Skelette tanken hier im Moment gerade für mich. 135, 97, 78, 40, 21, 2. Haben wir gepackt. Denn mir fehlt noch ein bisschen Dunkles zur Queen auf Level 29. Ich habe die Tage wie durch einen Zufall ein Heldenbuch im Shop gefunden. Den Rest brauche ich nicht. Also da dürft ihr euch jetzt nicht wundern. Und ich nehme hier, ich glaube, es sind immer sechs Bogis und zwei Hexen. Ich habe mich hier auch, Bogis. Ich habe mich hier auch wieder mal in einen Clan eingeschlichen, wo ich ganz, ganz sicher Truppen bekomme. Denn ich kann sie mir selber geben. Ich bin im Clan Spätzle mit Soße. Vielen lieben Dank übrigens. Vielen lieben Dank. Dankeschön übrigens an die Clans, die mich am Wochenende aufgenommen haben im Stream, dass ich mir da ein paar Truppen schnorren konnte, aber ich habe es trotzdem nicht gepackt, hier das Event irgendwie mit diesem Charakter hier zu spielen. Und okay, das haben jetzt doch schon andere gemacht. Auch nicht schlecht, dann hauen wir uns mal einen Boost rein. Und denn wir haben noch so ein paar Items hier. Ihr seht das. Ja, ich weiß, 21 von 5 Toto, wie geht das? Das geht. Das ist mal eine Zeit lang, oder was heißt eine Zeit lang? Es ging ganz, ganz lange, dass du aus den Events hier und aus den Sachen, die du so bekommen hast, konnte hier gesteckt werden. Vor allen Dingen aus den Events. Eigentlich ja nur aus den Events. Oder wenn du sie gekauft hast, gekauft habe ich hier nie was. Aber aus den Events kam halt so viel zustande und deswegen habe ich hier 21 Ressourcentränke. Und habe auch die anderen Tränke eigentlich alle voll. Deswegen gibt es ja auch für mich hier zumindest jetzt nur noch 100, wie viel sind es eigentlich noch? 140 Juwelen. Denn alle anderen Sachen habe ich ja voll. Ich könnte hier jetzt noch so einen Clock Tower Potion Trank nehmen, aber Nachtdorf ist ja nicht so mein Ding. Das wisst ihr. Power Potions, die kann ich jetzt alle nicht verballern. Hero Potions, warte mal, die Hero Potions, da habe ich keine 5, oder? Oder hatte ich von den Hero Potions auch 5 Stück? Ah, doch, da hatte ich auch schon 5 Stück. Okay. Also gibt es für mich hier 140 Gems.
Das setzt sich einfach zusammen aus den 20, 40, 60, 80, 100 Games, die es überhaupt schon mal für dieses Event gibt. Und man bekommt 10 Stück im Nachgang, wenn man die Lager voll hat und hier claimt. Wir werden uns das angucken. Ich werde auf jeden Fall das Event mit euch spielen. Ich war ja mit diesem Clan, mit diesem Clan hier oder mit diesem Charakter auch ein wenig Clan. Kriegsspielen in der Liga und ich habe, glaube ich, noch Post von dem Clan hier drin, ja. Und er wurde mir einfach ein bisschen klein, deswegen bin ich da am Wochenende, ja, jetzt sind es nur noch 13. Als ich am Wochenende rausging, waren es 20. Danach waren es nur noch 15. Ich habe das kurz mal ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, was mit dieser Truppe hier los ist. Aber hier sind nicht mehr so wirklich viele online. Keine Ahnung. Also, wenn das Event hier durch ist und ich wieder mit dem Barfuß, also ich bin mit dem Barfuß nicht im Clankrieg, dann werde ich wieder so ein bisschen auf Jüt gehen. Aber erstmal kurzer Cut. Zweiter Angriff folgt dann gleich, wenn meine Helden wieder da sind. Okay, Freunde, mir fehlt noch 7.900 und ein paar kaputte Dunkles. Aber ich glaube, wir finden das Dunkle irgendwo hier. Denke ich mal. Jawohl, da haben wir schon mal. Das ist auch mal cool, ne? Setze eine Bogenschützin. Und du hast schon mal einen so einen vollen Bohrer. Das ist nicht schlecht. Das solltet ihr auch immer mal machen, wenn ihr so ein bisschen so am Farm seid und habt eigentlich eine Armee dabei, mit der ihr so gar nicht farmt. Hier so 32 Bogis nehme ich ja eigentlich nie mit. Die geht doof, die geht auch doof. Okay, dann müssen die Lager da erstmal wegmachen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich funnel jetzt mal ein bisschen anders. Oh, das nervt mich auch in diesem Emulator hier. Ich funnel jetzt mal ein wenig anders. Wo ist denn eigentlich das ganz, ganz viele Dunkle? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Wo ist das? Ach, da. Okay. Da ist das ganz, ganz viele Dunkle. Dann funneln wir auch von dieser Seite, dass wir uns das Rathaus einfach noch holen. Und dann haben wir hier quasi schon gewonnen und das Dunkle hier geholt. So, jo, das ist ganz gut. Das können wir so machen. Und dann kann die Hexe hier noch so ein bisschen mithelfen auf der Seite. Ja, ist klar. Ist klar, dass da so ein Tesla rausploppelt. Und ich kann hier nicht weitermachen, denkst du. Machen wir aber einfach. Machen wir aber einfach und ich hab zwei Hexen einfach in der Clanburg mit und glaube ich ein paar Bogis. Einmal die wir ja eigentlich leveln wollen, hier mit reingenommen und jetzt mal so ein bisschen mit Wut unterstützt hier. Ich glaube, da können wir springen. Ist das gut gesprungen? Naja, das passt. Das passt so und damit haben wir schon fast alles Dunkles. Der Rest kommt jetzt hier aus der Clanburg bzw. aus dem Rathaus raus und dann haben wir. Sind wir wieder einen kleinen Schritt nach vorne gekommen und ich muss die ganze Armee gar nicht mal so hart verballern. Gewonnen haben wir sowieso schon. Ich weiß nicht, ob ihr das auch dann so macht. Irgendwo einfach mal so ein bisschen abbrechen oder naja, komm, wir gönnen uns wenigstens noch den ganzen Bonus hier aus der Liga. So niedrig, glaube ich, war ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Aber ich muss jetzt schon ein bisschen nach solchen Gegnern hier suchen, denn ich will das auf jeden Fall packen. Irgendwo hast du dir ja auch so ein bisschen so ein nicht so ein Datum gesetzt oder so, aber irgendwo gibst du dir ja so kleine Ziele. Dieser Account hier soll ja der Account werden, der auf Rathaus 10 geht. Und deswegen habe ich natürlich so ein, bespiele ich den im Moment von meinen Rathaus 9ern eigentlich so ein bisschen am meisten, weil ich würde ganz gerne wieder einen 10er haben. Ich weiß, ich könnte ganz, ganz schnell einen 10er haben, indem ich irgendeinen von den anderen hochklopfe, aber er hier ist nun mal auserkoren, mein neuer Rathaus 10er zu werden. Und wo wir schon dabei sind, denke ich mal, räumen wir dem noch ganz ab. Ah, nicht ganz. 16 Sekunden, das wird ein Timefail. Kleiner Timefail hier. Komisch, wenn ich nichts mehr setzen kann. Dann heißt es nicht, dass du noch eine Truppe setzen musst. Also ein klassischer 99er. Na, wird das ein klassischer 99er? Jo, alles klar. Klassischer 99er hier. Und 3981, das ist... Ah, da sind wir schon ganz nah dran mit den 2100. Oh, das sieht schon super aus hier für unsere Queen. Aber wir müssen hier nochmal trainieren. Fordern hier nochmal dasselbe an. 6 Bogis, 2 Hexen, Gift. Und, oh, das ist ein bisschen viel hier. Ich könnte es ja mal laufen lassen. Ne? Wie lange läuft denn das eigentlich? 7, 8 Tage. 8 Tage, 5 Heldenlevel für einen King. Schaffe ich nicht. Muss ich abbrechen? Das schaffe ich leider nicht. Das muss ich mal dann leider abbrechen. Sodass meine Minen und Sammler nicht ganz, ganz so voll sind und das Dorf nicht so super verlockend ist hier. Also, so gehe ich eigentlich immer vor. Und,
Okay, dauert gerade eine Sekunde, bis die Klampe voll ist. Ist die voll? Sind wir wieder dabei. Was sehen meine entzündeten Augen? Ein verschossener X-Bogen und wahrscheinlich zwei zerschossene X-Bögen dann. Da ist der zweite auch leer geballert. Das ist natürlich krass und der hat natürlich jetzt auch ein Bohrer da und ein Bohrer genau auf der anderen Seite. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich lasse mir mal noch ein paar Bogies über. Aber ich denke mal, wir können hier fröhlich reingehen mit unseren beiden Packer 3 Heiler dahinter und ein wenig Gefunnel hier und ein wenig Gefunnel dort. So, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht der Super Funnel, aber jetzt habe ich sie doch alle verballert. Das muss einfach mal reichen. Denn das ganze dunkle Zeug ist ja hier außen. Das ganze dunkle Zeug, kann man da nicht anders sagen, ist hier außen. Und was hier aber noch ist, ist kein Funnel. Null Funnel hier, Super Toto. Aber schon mal ein bisschen dunkles. Vermutlich kann ich ganz rumrennen hier, ne? Na geil. Na super. Aber ich würde dann doch mal sagen, dass hier vielleicht doch gesprungen werden kann, Leute. Hier kann vielleicht doch gesprungen werden. Dafür lasse ich, glaube ich, hier die Walküren doch noch rumrennen. Und Queen macht das da weg. Und dann könnte doch jetzt doch noch ein bisschen reingehen, oder? Ja, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Habt da gut gemacht, ihr Trubis. Und also haben wir ja doch noch ein bisschen funneln können. Allerdings müssen wir noch das Rathaus erreichen. Das erreichen jetzt gerade unsere Stoßtruppen. Queen wieder vergessen. Geil, Toto. Naja, ich bin auch nicht ganz da, glaube ich, von der Arbeit. Ich hab wahrscheinlich noch ein bisschen was im Kopf, was ich morgen denn alles so wieder machen will, muss, darf, kann. Kriegen wir die 50% noch? Oh, was sind da noch viele Hexen? Oieieiei. Alter, hier sind noch richtig 1, 2, 3, 4 Hexen noch. Okay, 4 Hexen mit den vielen Skeletten. Da geht ja noch ein bisschen was. Die X-Bogen-Tat muss ich auch noch machen. Den da oben werde ich nicht mehr kriegen. Aber kriegen ist auch so ein Wort, bekommen. Aber ich denke, ja, den einen haben wir noch. Da haben wir zumindest einen noch für unsere Tat hier. Und mal gucken, wie lange die noch durchhalten. 56%, ob wir uns den gesamten Bonus hier nochmal holen. In der Liga hier. Nein. Okay, also gehen wir mal ein bisschen näher rein hier in die Hexerei. Aber oh, da ist jetzt ein Magierturm. Das wird dann nichts. Kennt ihr sicherlich, ist ja nichts Wildes hier, aber ich glaube, so kann man das machen. Also nutzt vor allen Dingen immer die Event-Armee. Solange, auch wenn ihr das Event schon durch habt, solange wie das Event läuft, scheißegal, immer rein hier raus mit den Ressourcen. Denn farmt dann auf jeden Fall das, was ihr am dringendsten braucht. Und das ist ja in meinem Fall das Dunkle. Ich habe jetzt schon genug für die Queen. Das ist sehr, sehr cool. Und einen Angriff mache ich in jedem Fall noch mit meiner Max Queen. Max Queen haue ich mir jetzt in jedem Fall kurz einmal hoch. Ja, ich trainiere sie nochmal nach, weil sie im Moment ja noch billig ist. Ich habe jetzt alle Events hier geschafft. Das heißt also, hier sieht man es jetzt mal. Viele glauben mir das ja manchmal nicht. Ich kann hier jetzt claimen. Und wenn ich hier unten jetzt zum Beispiel die hier unten claime, dann heißt es, dass ich 10 extra Gems bekomme, nämlich für den Verkauf dieser einen Pulle. Also bekommen wir hier 30 Gems rein und 300 X. So mache ich das hier jetzt bei allen. Allerdings kann man mal wieder nicht alle auf einmal anhaken. Okay, also haben wir hier die 140 Gems nochmal reingespielt und haben jetzt aber noch keine Max Queen. Die baller ich mir jetzt aber auf Max. Das muss einfach mal sein. Also erstmal ein Heldenbuch genommen. Und warum haben wir denn eigentlich Liga gespielt? Damit wir uns hier noch einen Knüppelhammer holen können. 165 finde ich eigentlich ein bisschen teuer, aber wir holen uns den mal. Ich meine, dafür spiele ich ja die Liga auch und möchte ja ganz gerne die Queen hier auf Level 30 haben, also Max Level. Da geht sie ab. Oh nein, ich bin des Hammers nicht würdig. Hammer. Fast hätte ich mich verklickt. Fast hätte ich mich verklickt, aber ich habe es nicht getan. Und jetzt fehlt mir allerdings ein bisschen Dunkles. Ich glaube, ich hatte hier ja ein klein wenig drin. Ich habe ja schon nachtrainiert. Also nochmal ein ganz, ganz kurzer Cut und nochmal ein Angriff mit der Max Queen jetzt. Okay, Freunde, es geht nur noch um den Dicken, also um den King hier. 5 Level müssen wir noch machen und das ist ja zeitlich auch ganz gut abzusehen. Ich meine, ich hätte jetzt noch ein paar mehr Hammer kaufen können, wollte ich aber nicht machen, denn ja, so ein bisschen wollen wir ja sparen. Wir wollen ja auch einen coolen Start dann wieder auf Rathaus 10 haben aber sicherlich nochmal eine Liga dazwischen und
Der steht uns ganz gut zu Gesicht hier mit seinen 4.461 Dunklen. 919 haben wir nur noch. 105.000 brauchen wir für den King. Und ich fange mal wieder hier an mit meinem sauberen Funnel. Da gehen zwar jetzt die ganzen Bogies bei drauf, ist aber alles nicht so schlimm. Die sollen einfach nur die Lager hier wegmachen, dann sind die schon mal weg. Dann sind die schon mal weg und ich kann mit meinen beiden Packies hier direkt reinstürmen. Ich muss jetzt kurz mal warten, dass die Lager wirklich weg sind, sonst latschen die ja doch außen rum. Und das eine Lager da schaffen die nämlich schon wieder nicht. Okay, jetzt haben sie es gepackt und meine Packer peilen genau das an, was ich eigentlich haben will. Denn dieses Kreuz hier, da will ich rein und meine anderen Truppen können eigentlich gar nicht mehr so ganz, ganz weit weglaufen, als dass sie hier reingehen. Die 30er King, hier hinterher und Alter, ich habe richtig viel Gift. Das ist super. Ja, habe ich mal wieder nicht abgewartet, dass ich vielleicht auch einen Sprungzauber brauche, ne? Aber der Gift tut es ja auch, zumindest bei der Queen und mein Mauerbrecherersatz, der King, der Packer, die Wallis hier, die machen das hier schon in der Mitte. 1000 haben wir noch. Wo ist der letzte Bohrer? Den will ich in jedem Fall noch haben. Alter Scheiße, der ist da außen. Aber hier geht schon mal ein Packer rein. Queen ist da auch mit in dem Eck. Aber ich glaube, das ist dann auch immer eher schwer. Aber ich habe Glück gehabt. Packer und Walküren hier unten noch in der Ecke gerade. Ah, das ist super. Damit haben wir den Bohrer auch. Und eigentlich eine coole Armee hier, aber sie ist halt nicht immer günstig. Sie ist halt nicht immer günstig. Hier machen wir die beiden Bauhütten noch für unsere tolle Tat, die wir auch schon ewig haben. Und aber coole Sache, 5380 jetzt schon wieder gesammelt. Und wir haben vor allen Dingen auch wieder was in der Clanburg, glaube ich. Aber meine Queen soll mir hier auf jeden Fall mal nicht sterben. Einmal wenigstens in 5 Angriffen die Queen hier gezündet. Und wir lassen den Angriff einfach mal auslaufen. Wenn euch die Folge also gefallen hat hier mit der 30er Queen vor allen Dingen und dem Rathaus 9, dann lasst mir am Ende einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent auf meinem Kanal seid, ihr könnt ihn da unten ist es immer natürlich auch umsonst abonnieren. Und dann sehen wir uns in dieser Woche wieder, vielleicht auch am Mittwoch mit dem Livestream, aber dann only auf Twitch TV. Ihr könnt ruhig mal abchecken. Link ist immer in der Beschreibung drin. Denn in der Woche werde ich das nur auf Twitch machen und nicht auf YouTube. Aber das dann immer ganz, ganz spontan, kann ich euch sagen. Kann ich mir vorstellen am Mittwoch, denn Mittwoch ist immer so ein bisschen der videoschwächste Tag. Und da kann man einfach mal einen Livestream noch zusätzlich mit raushauen, finde ich. Mal sehen. Den haben wir hier auf jeden Fall wieder nur mit 98% gemacht. Alles klar, Leute. Ich glaube, das war's. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto mit Bonus Clash.